Es wird immer wieder behauptet, gerade vorgestern wieder eine Sendung in Odysseu gewesen, angeblich ein Forschungsmagazin. Es gibt gar keinen Vitamin D-Mangel, da läuft so ein Professor rum, der behauptet das alles. Das sind Daten, die das Robert-Koch-Institut hier in Deutschland, hier in Berlin herausgefunden hat. Das sind 1300 Kinder hier gewesen und dann nochmal 2500 Menschen hier. Und Sie sehen, dass nur die Kinder im ersten Lebensjahr einen normalen Spiegel haben und der Rest der Bevölkerung ist im Keller. Dieser Wert von 30 Nanogramm ist von der Universität in Hamburg experimentell gezeigt worden, dass unterhalb von 30 Nanogramm die Knochen anfangen weich zu werden, osteoporotisch weich zu werden. Das heißt also, wir brauchen diese 30 Nanogramm und nur die Kinder haben einen normalen Spiegel. Warum? Weil die supplementiert werden gegen die Rachitis. Im letzten Jahrhundert war die Rachitis eine Kinderkrankheit, die sehr, sehr eindrucksvoll war. Also hat man sie abgeschafft, indem man allen Kindern etwa 600 Einheiten Vitamin D gibt im ersten Lebensjahr. Da wiegen die 6 Kilogramm. Dann kriegen die 600 Einheiten. Wenn jetzt jemand 60 Kilogramm wiegt, dann sollte er die zehnfache Dosis bekommen. Und keine 1000 Einheiten, sondern eher 6000. Und wenn einer 100 Kilo wiegt, dann muss er 10.000 Einheiten bekommen. Das läuft aber nicht. Sie sehen, die Menschen bekommen nichts und sie gehen auch nicht in die Sonne, deswegen haben wir alle einen Mangel. Diese Daten sind aktenkundig, aber das Fernsehen muss das ja nicht nachschauen. Ja, die glauben dann, wenn das Robert-Koch-Institut sagt, nein, das stimmt alles nicht, das haben wir so nicht gesagt, es sind nur 50% der Menschen. Ja, Herr Jemine, auch die 50%, wenn es nur die wären, mit dem niedrigen Referenzwert, auch die brauchen genügend Vitamin D. Das heißt, es ist ein Betrug an der Bevölkerung, wenn getan wird, als wenn hier kein Mangel wäre. Ja. Sabotage, schlicht und ergreifend. Ja. Und es ist nicht so, als ob unsere Schwangeren davon nicht betroffen wären. Das ist letztes Jahr publiziert worden. Auch deutsche Daten, 1000 Frauen. Was kam raus? Vierfaches Risiko für eine Schwangere, weniger als 10 Nanogramm zu haben. Da rüttelt keiner mehr dran, dass das Mangel ist. Vierfaches Risiko für die Frauen. Ja. 13-faches im Winter, wenn die Sonne nicht scheint. Das ist aktenkundig. Nur das Fernsehen braucht davon keine Notiz zu nehmen. Warum sollte man auch? Ist ja im Ausland publiziert worden. Englisch können wir nicht. Deutsches Fernsehen, ahoi. USA sieht das anders aus. In den USA, die haben es kapiert. Ja? Dort gibt es eine Universität, South Carolina, die gibt allen ihren Müttern, schwangeren Müttern, so viel Vitamin D, dass sie zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter im Blut haben. Und was diese Schwangeren als Benefit davon haben, finden Sie hier. 60% weniger Risiko für eine Frühgeburt, 60% geringes Risiko bei Zwillingen, wo das häufiger passiert, und praktisch eine völlige Elimination der Präeklampsie. Die Präeklampsie ist eine Schwangerschaftskomplikation, die häufig zum Verlust des Kindes führt. Keine Präeklampsien mehr. Das bekommt man, wenn man eine Mutter ausreichend mit dem versorgt, was sie immer gehabt hat. Genügend Vitamin D. Ja, da können wir drüber gehen. Für die Kinder lohnt sich das auch. 70% weniger Wahrscheinlichkeit für Erkältungen, weniger Ohrinfektionen. Und die Frauen werden sich an ihre Kinder erinnern, wie jämmerlich das ist, wenn die Kinder diese Ohrinfektionen haben, kann man sich sparen. 60% weniger Probleme bei der Faltung der Lunge. Diese frühgeborenen Kinder haben Probleme, ihre Lungen zu entfalten. Die können nicht wirklich atmen. Die kriegen dann Cortison schon in ihrer frühesten Kindheit und. Das fällt weg, wenn die Mutter genügend Vitamin D hat. Verbesserte Sprachentwicklung im späteren Leben, weniger Häufigkeit Diabetes Typ 1. Das heißt also ein riesen Rattenschwanz an Effekten, nur weil die Mutter entweder genügend hatte, dann passiert das nicht, hat sie ungenügend, haben wir diese Probleme. Ja. Und was machen wir? Nöscht. Ja. Sendungen im Fernsehen. Ja. Weiter geht es. Hat das Kind zu wenig Vitamin D im Mutterleib, hat es später eine hohe Chance, ein Herz-Kreislauf-Problem zu haben. 50%, 60% Steigerung für einen Herzfehler bei einem mäßigen Mangel, 115% bei ausgeprägtem Mangel der Mutter. Warum? Vitamin D schraubt an so vielen Dingen rum, dass eben offensichtlich dieser sich selbst bildende Körper des Kindes nicht in der Lage ist, sein Herz so auszubilden, dass es problemlos funktionieren kann. Das lese ich jetzt im Einzelnen nicht vor. Das sind Krankheiten, die Kinder vermehrt bekommen, wenn die Mutter zu wenig Vitamin D hat. Das geht vom Autismus, fängt es an und wie gesagt beim Asthma, Hirntumor, hört es dann auf. Eine Vielfalt von Krankheiten, die wir schon im Mutterleib angelegt bekommen, das ist das Thema der heutigen Vorlesung, wenn wir zu wenig dort tun. Ja.